sind immer die steigenden Prämien, Krankenkassenprämien, die sind also kontinuierlich am Aufgehen. Man könnte nicht von Stagnieren reden, man könnte nicht von Senken reden. Also das ist ein Trend, der sich offensichtlich nicht kehren lässt. Und dazu kommen aber auch die höheren Medikamentenkosten in der Schweiz. Ja, auf Platz 2, und das freut mich eigentlich sehr, das ist ein gutes Zeichen, ist die sogenannte Wegwerfkultur. Die Konsumenten sind sich sehr bewusst, dass wenn sie etwas kaufen, dass das auch irgendwo durch einen Abfall produziert. Sei es gerade der Abfall, also die Verpackung selber, sei es aber auch das Produkt, das irgendwann mal entsorgt werden muss. Und dass sie das als echte Sorge anschauen, zeigt, dass sie so weit sind, dass sie das auch als Problem wahrnehmen und auch offensichtlich etwas dagegen machen. Sie stören sich länger je mehr daran. Vor allem auch die geplante Obsoleszenz ist ein Ärgernis, wo sie einfach nicht mehr wollen, einfach so hinnehmen. Also ganz klar ist, den meisten Konsumenten ist völlig bewusst, dass Preise in der Schweiz nicht gleich tief können sein wie im Ausland. Da reden wir von Lohnkosten, da reden wir von Infrastruktur. Und sie sind sich auch bewusst und sie wollen auch, also es ist ja ganz klar, dass sie mehr zahlen wollen. Bis zu 20% gar kein Problem, 30% wird schwierig und noch mehr, das ist dann nicht mehr akzeptabel und dann nicht mehr nachvollziehbar. Es leuchtet niemandem ein, wie so ein Produkt auch nicht der Grenze fast 5-mal günstiger kann sein wie in der Schweiz. Wir reden jetzt zum Beispiel von Heftli, wo absolut identisch ist, wo kein Mehrwert hat, ob ich es da oder dann kaufen. Und da werden die Konsumenten einfach nicht mitmachen.